die gesamte Zeitlinie von Voldemorts Horcruxen erklärt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns alle Horcruxe von Lord Voldemort einmal genauer anschauen und das bedeutet, wen genau er tötete, um sie zu erschaffen, in welchem Gegenstand er sie platzierte, warum dieser Gegenstand ausgewählt wurde, wo er ihn versteckte und wie dieser Gegenstand gefunden und schließlich zerstört wurde. Legen wir direkt los. Tom Riddle begann gegen Ende seiner Zeit in Hogwarts sich mit Horcruxen zu beschäftigen. Er stieß auf Informationen und fand ein Buch, das ihm genau erklärte, wie man sie herstellt. Rowling hat den Lesern jedoch nicht genau erklärt, wie es gemacht wird, was es zu einem Mysterium macht, über das die Leser spekulieren konnten. Nachdem Voldemort herausgefunden hatte, wie es gemacht wurde, ging er zu Professor Slughorn und fragte nach seinen Gedanken zur Herstellung von 7 Horcruxen. Er war zuerst unsicher, ob es möglich war. Aber als er erkannte, dass es möglich war, begann er seine Suche, um seine Seele zu teilen und brach früh in seinem Leben die Grenzen zwischen dem Leben und dem Tod. Voldemort sammelte gerne Preise oder Trophäen für seine Schandtaten und das galt auch für seine Horcruxe. Er wählte Gegenstände aus, die für ihn eine wichtige Bedeutung hatten und für die meisten seiner Horcruxe wählte er Morde, die ebenfalls von Bedeutung waren. Der erste Gegenstand, den er als Horcrux vorgesehen hatte, war sein eigenes Tagebuch, was wahrscheinlich der unbedeutendste Gegenstand der 7 Horcruxe war, die er erschuf. Aber dies hatte natürlich auch einen guten Grund. Dieser Horcrux war mehr eine Waffe als ein Schutz. Im Laufe eines Jahres öffnete Tom die Kammer des Schreckens, da er der legitime Erbe von Salazar Slytherin war, einem der 4 Gründer von Hogwarts, zusammen mit Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw und Helga Hufflepuff. Slytherin baute eine Kammer und platzierte darin ein Ungeheuer, genauer gesagt einen Basilisken, der bereit war, die Schule von allen muggelgeborenen Schülern zu befreien. Er plante, dass sein legitimer Erbe seine Aufgabe erfüllen würde. Tom konnte dies jedoch während seiner Schulzeit nicht erreichen. Das zweite Horcrux-Objekt war der Siegelring der Familie Gaunt. Voldemort, oder besser gesagt Tom Riddle, verbrachte viel Zeit in der Bibliothek und erforschte seine Familiengeschichte. Schließlich fand er seinen zweiten Vornamen, Marvolo, und entdeckte seinen Großvater unter demselben Namen, dem er tatsächlich auch den Namen verdankte. Während seines Sommerurlaubs besuchte er das Gaunt-Haus, um Marvolo zu finden, fand jedoch nur seinen Onkel Morfin Gaunt, der den Gaunt-Ring trug. Das war das erste Mal, dass Tom ihn sah. Morfin erzählte Voldemort, oder besser gesagt Tom Riddle, von einem Muggeljungen namens Tom Riddle, und zwar Voldemorts Vater. Nachdem Voldemort herausgefunden hatte, dass sein Vater ihn und seine Mutter verlassen hatte und dass er in einer Villa lebte, begab er sich dorthin, um seinen Vater zu töten. Er wandte den Todesfluch auf ihn und seine neue Muggelfamilie an und kehrte dann zu Morfin zurück, um den Ring von ihnen zu stehlen. Dieser Mord an seinem Vater diente später als Grundlage für seinen zweiten Horcrux, den er im Gaunt-Ring platzierte. Der Mord an seinem Vater war für Voldemort eine Art Rache dafür, dass er in einem Waisenhaus aufwachsen musste. Und der Ring hatte für ihn einen hohen Wert, da er bewies, dass er gutes, reines Blut in seiner Familie hatte, also Zaubererblut. Kommen wir nun zum dritten Horcrux. Voldemort bekam einen Job bei Borgin & Burks und nutzte seinen Charme, um die Leute dazu zu bringen, ihre Schätze zu verkaufen, die er dann in den Laden bringen und selber verkaufen konnte. Einer seiner Stammkunden war eine Frau namens Hepzibah Smith. Voldemort besuchte Hepzibah Smith eines Tages, die ihm 2 wertvolle Besitztümer zeigte, den Kelch von Helga Hufflepuff und das Medaillon von Salazar Slytherin. Diese beiden Objekte hatten für Voldemort einen hohen Wert, weil sie ihn an seine Heimat erinnerten und er dachte, dass das Medaillon sowieso ihm zustand, da er der rechtmäßige Erbe von Slytherin war. Hepzibah erzählte ihm, dass sie das Medaillon von einer verzweifelten schwangeren Frau erhalten hatte. Diese Frau stellte sich als Voldemorts Mutter heraus. Obwohl Voldemort wusste, dass er diese beiden Gegenstände stehlen würde, war es nicht der richtige Zeitpunkt dafür. 2 Tage später kehrte er zurück, nahm das Medaillon und den Kelch mit, tötete Hepzibah und tötete einen weiteren Muggel, um einen Horcrux in das Medaillon von Slytherin zu platzieren. Bevor er begann, seine Horcruxe zu verstecken, musste er aber noch einen weiteren Gegenstand finden.
Jahre zuvor, während seiner Zeit in Hogwarts, hatte er die graue Dame Helena Ravenclaw gefunden und verzaubert. Sie war die Tochter von Rowena Ravenclaw, einer der vier Gründerinnen von Hogwarts. Voldemort kannte den wahren Standort eines Gegenstandes, den er brauchte, und er hoffte, dass Helena ihm dabei helfen würde, diesen Gegenstand zu finden. Tom Riddle war absolut skrupellos und überzeugend, was es ihm ermöglichte, sowohl Hufflepuffs Kelch als auch Slytherins Medaillon zu gewinnen. Diese Gegenstände erinnerten ihn an Hogwarts, das er als sein wahres Zuhause betrachtete. Als Sammler von Trophäen wäre es für ihn die ultimative Leistung, alle vier Erbstücke der Gründer zu besitzen. Nachdem er Helena Ravenclaw, die Tochter von Rowena Ravenclaw und Geist in Hogwarts verzaubert hatte, war er der Erste, der den Standort des seit Jahrhunderten verschwundenen Diadems von Ravenclaw entdeckte. Helena sagte ihm, dass sie es von ihrer Mutter gestohlen und in einem hohlen Baum in einem Wald in Albanien versteckt hatte. Jahre später fand Voldemort das Diadem an dem von Helena genannten Ort im Wald. Der Mord, den er für den Horcrux beging, hatte für ihn wenig Bedeutung, da er einfach einen albanischen Bauern tötete. Mit 5 Horcruxen wusste er, dass er sich schnell verstecken musste, weshalb er den Ring an einem schwachen Versteckplatz aufbewahrte, an demselben Ort, an dem er ihn im Gaunt-Haus gestohlen hatte und seinen Onkel Morfin getroffen hatte. Voldemort hat den Ring mit magischen Verzauberungen versiegelt und tödliche Flüche darauf gelegt, um jeden zu töten, der ihn aufsetzt. Für das Medaillon von Slytherin hat er den besten Versteckplatz ausgewählt, wahrscheinlich weil es ihm gehörte und Verbindungen zu seinem Zuhause in Hogwarts hatte. Das Medaillon führte ihn zu einer Höhle, die er als Kind im Waisenhaus besucht hatte und die für ihn eine tiefere Bedeutung hatte, da er dort anderen Kindern Schaden zugefügt hatte. Zu dieser Zeit brachte er zahlreiche Verzauberungen in der Höhle an, darunter eine, die den Sucher zu einem versteckten Stück Stein führte, das nur durch Blut geöffnet werden konnte. Danach müssen die Besucher ein Boot finden und über einen mit Inferi gefüllten See fahren. Wenn der Sucher die Insel in der Mitte erreicht, muss man ein Gift trinken, das ihm seine schlimmsten Ängste zeigt, bevor er zum Ziel gelangen kann. Das Gift würde einen durstig machen und das einzige Wasser, auf das man Zugang hat, ist das Wasser um die Insel herum. Wenn man es berührt, wird man von den Inferi darunter angegriffen. Voldemort ging sogar noch einen Schritt weiter bei diesem Schutz und benutzte Regulus Blacks Hauselfen Creature, um die Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen, als Versuchskaninchen, wenn man so will. Regulus war zu der Zeit einer seiner Todesser und ließ seinen Hauselfen durch die Prüfungen gehen. Dann ließ er den Hauselfen dort sterben. Aber wie sich das weiterzieht, da kommen wir später nochmal kurz drauf zu sprechen. Als Voldemort nach 10 Jahren des Versteckens wieder auftauchte, tauchte er nur auf, um sich um einen Job in Hogwarts zu bewerben, seinem wahren Zuhause. Nachdem ihm Dumbledore den Job verweigert hatte, ging Voldemort in einen Raum, der sich als geheimer Raum im Schloss präsentierte und je nach Bedarf erschien, den Raum der Wünsche. Um etwas zu verstecken, benötigte Voldemort einen geeigneten Ort. Der Raum der Wünsche im Schloss, der sich bei Bedarf öffnete, bot die ideale Versteckmöglichkeit. Dort befanden sich Berge von Gegenständen, die über Jahrhunderte hinweg versteckt worden waren. Voldemort versteckte das Diadem von Ravenclaw in einer Ecke des Raumes auf der alten Statue eines Hexers mit einer Perücke. Nachdem er 3 der Horcruxe versteckt hatte, behielt er das Tagebuch und den Kelch von Hufflepuff noch einige Jahre bei sich. Schließlich beauftragte er Lucius Malfoy und Bellatrix Lestrange, 2 seiner treuesten Anhänger. Voldemort gab Malfoy das Tagebuch, das weniger wichtig war, und ließ ihn es in seinem Herrenhaus verstecken. Wie bereits erwähnt, sollte dieser Horcrux mehr als Waffe dienen und nicht so sehr als Schutz. Den Kelch von Hufflepuff gab Voldemort an Bellatrix weiter und ließ ihn in ihrem Familienverlies in Gringotts verstecken. Dieses Verlies war eines der am stärksten bewachten in der Bank und wurde von zahlreichen Hindernissen geschützt. Voldemort hatte nun 5 Horcruxe erschaffen und versteckt. Nachdem er eine Prophezeiung gehört hat, die sein Schicksal mit einem Baby namens Harry Potter verknüpft, plante er, dieses Baby zu töten. Er hoffte dadurch unbesiegbar zu werden und plante, aus Harrys Tod einen weiteren Horcrux zu machen, da dieser Mord von besonderer Bedeutung für ihn war. Jedoch hat er nicht mit der Liebe von Harrys Mutter gerechnet, die ihr Leben opferte, um ihren Sohn zu schützen. Durch ihre Tat war Harry durch die Kraft der Liebe geschützt. Als Voldemort versuchte, Harry mit einem Todesfluch zu töten, prallte der Fluch von Harry ab und traf Voldemort selbst. Hierbei geschahen 2 wichtige Dinge.
Zum einen hatte Voldemort seine Seele durch die Teilung bei der Herstellung der Horcruxe so oft über die Grenzen von Leben und Tod hinaus belastet, dass sie nun so instabil war, dass sie sich in diesem Moment, in dem er von seinem eigenen Fluch getroffen wurde, spaltete, ohne dass er es wusste. Und die Spaltung seiner Seele bzw. der Teil, der sich abspaltete, heftete sich an das einzige lebende Wesen, das er finden konnte, das Baby Harry. Dadurch entstand ein sechster Horcrux, von dem Voldemort nichts wusste. Zum anderen wurde Voldemorts Körper zerstört und wenn er keine Horcruxe zu diesem Zeitpunkt besessen hätte, wäre er in diesem Moment gestorben. Dank seiner Horcruxe blieb er jedoch am Leben, wenn auch nur knapp. Es war nur noch ein Teil seiner Seele, der am Leben hing, wie es genauso auf Pottermore beschrieben wird. J.K. Rowling veröffentlichte zusätzlich Informationen, die erklären, dass Voldemort tatsächlich einen weiteren temporären Horcrux gemacht hat, und zwar Quirrell. Voldemort traf Quirrell im Wald und erlaubte ihm, sich an ihm zu heften und ihm dadurch Leben zu schenken, da sie sich einen Körper teilten. Rowling erklärte dies folgendermaßen: Quirrell wird im Grunde genommen durch Voldemort in einen temporären Horcrux verwandelt. Quirrell ist durch die psychische Belastung so stark geschwächt, gegen die weitaus stärkere böse Seele in ihm zu kämpfen, dass er es einfach nicht kann. Der Körper, den Voldemort und Quirrell teilen, wurde durch den Kontakt mit Harry schließlich schrecklich verbrannt. Voldemort floh gerade noch rechtzeitig, um sich selbst zu retten, und ließ den beschädigten und geschwächten Quirrell zusammenbrechen und sterben. Der Horcrux in Quirrell wurde also im selben Jahr erschaffen und zerstört. Er wurde schließlich durch den natürlichen Tod des Körpers und letztendlich durch den Liebesschutz, den Lily für Harry gegeben hat, zerstört. Was ist also mit den anderen Horcruxen von Voldemort während seines Exils passiert? Während Voldemort im Exil war, glaubte Lucius Malfoy, dass sein Meister tot sei und beschloss, sich ein bisschen zu amüsieren. Er wusste, dass das Tagebuch, das er von Voldemort erhalten hatte, die Fähigkeiten hatte, die Kammer des Schreckens zu öffnen. Also gab er das Tagebuch heimlich an Ginny Weasley in der Winkelgasse weiter. Ginny brachte den Horcrux dann mit zur Schule und begann mit dem in ihm enthaltenen Seelenteil von Tom Riddle zu sprechen. Wenn man eine emotionale Verbindung zu einem Horcrux hat, nicht unbedingt durch Nähe oder Berührung, kann der darin enthaltene Seelenteil ein- und aus dem Horcrux gehen und jemanden besitzen. Ginny war so emotional mit dem Tagebuch verbunden, dass sie es dem Seelenteil sehr leicht machte, sie zu besitzen. Voldemort nutzte dann ihren Körper, um die Kammer des Schreckens wieder zu öffnen. Ginny hatte eine so starke emotionale Verbindung zum Tagebuch, dass Tom Riddle es nutzen konnte, um einen eigenen Körper zu bekommen. Allerdings durchkreuzte Harry Potter diesen Plan, als er den Horcrux mit einem Basiliskenzahn durchbohrte. Basiliskengift ist eines der wenigen Dinge, die einen Horcrux zerstören können. Währenddessen befand sich der eigentliche Voldemort noch im Exil und wusste nichts von dem Vorhaben seines anderen Ichs. Schließlich wurde er von Wurmschwanz gefunden und dieser half ihm, einen vorübergehenden Körper zu schaffen, um darin zu leben. Voldemort tötete Bertha Jorkins, eine Mitarbeiterin des Zaubereiministeriums, die ihm von Wurmschwanz gebracht wurde, und machte einen Horcrux aus einer Schlange namens Nagini. Als Voldemort seinen vollen Körper zurückgewann, entdeckte er, dass der Horcrux im Tagebuch zerstört worden war, und war wütend auf Lucius, der so leichtsinnig mit dem Tagebuch umgegangen war, welches er ihm anvertraut hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Voldemort 8 Horcruxe geschaffen: das Tagebuch, den Ring der Gaunts, Hufflepuffs Becher, Slytherins Medaillon, das Diadem von Ravenclaw, Nagini und der Horcrux in Quirrell, von dem Harry zu diesem Zeitpunkt noch nichts wusste. Außerdem den Horcrux in Harry, den beide nicht kannten. Das Tagebuch und der Horcrux in Quirrell wurden bereits zerstört. Jetzt kommen wir zu dem Part, wie die anderen Horcruxe zerstört wurden und wer dafür verantwortlich war. Aber zuerst müssen wir zurückgehen zu dem Moment, als Voldemort den Hauselfen Creature in der Höhle zum Sterben zurückließ. Nachdem Voldemort gegangen war, wurde Creature von Regulus Black, Voldemorts ehemaligem Todesser, gerettet. Regulus hatte entdeckt, dass Voldemort mehr als ein Horcrux erschaffen hatte und war entschlossen, sie alle zu zerstören. Da Creature wusste, wie man durch Voldemorts Hindernisse kommt, nahm Regulus ihn mit in die Höhle und gemeinsam überwanden sie die Schwierigkeiten und kamen schließlich zum Medaillon. Sie ersetzten das wertvolle Medaillon durch eine Fälschung, die einen Brief an den dunklen Lord beinhaltet. Als er von Inferi angegriffen wurde, befahl Regulus, Creature ihn zu verlassen und den Horcrux zu zerstören. Regulus verstarb und Creature, der den Horcrux mehrmals zu zerstören versuchte, behielt den Horcrux in der Nummer 12 Grimmauld Place bei sich und bestrafte sich selbst, weil er es nicht schaffte, ihn zu zerstören.
Jahre später wurde das Grimmauld Place zum Hauptquartier des Orden des Phönix. Während des Aufräumens des Hauses fanden Harry, Ron, Hermine, Mrs. Weasley und andere ein Medaillon, das sie nicht öffnen konnten, und warfen es weg. Creature nahm das Medaillon jedoch aus dem Müll und versteckte es in seinem Schrank. Ein Jahr später durchsuchte Mundungus Fletcher das Haus und stahl viele Dinge, einschließlich des Slytherin-Medaillons. Wir werden auf diese Geschichte später zurückkommen, wenn sie in der Zeitleiste auftaucht. Dumbledore kam irgendwann zu dem Schluss, dass Voldemort nicht nur ein Horcrux hergestellt hatte, sondern mehrere. Er wusste jedoch nicht genau, wie viele es waren. Mit Hilfe von Voldemorts Namen Marvolo verfolgte er seine Abstammung bis zur Gaunt-Familie und entdeckte im Gaunt-Haus den Siegelring. Dumbledore erkannte, dass der Stein im Ring etwas Besonderes war und schloss daraus, dass es sich um den Stein der Auferstehung handelte, eines der drei Heiligtümer des Todes. Dies war etwas, das Voldemort nie erkannt hatte. Dumbledore war begeistert und zog den Ring sofort an, doch der Zauber, den Voldemort auf den Ring gelegt hatte, verfluchte seine Hand und breitete sich auf seinem ganzen Körper aus, was ihn später töten sollte. Allerdings konnte Severus Snape die Ausbreitung des Fluches stoppen und ihn auf Dumbledores Hand begrenzen. Trotzdem begann das Gift des Horcruxes langsam ihn zu töten und er erhielt die Nachricht, dass er nur noch ein Jahr zu leben habe, nachdem er verletzt wurde. Dumbledore zerstörte den Horcrux mit dem Schwert von Gryffindor, das nur funktionierte, weil es Basiliskengift aufgenommen hatte, als Harry in seinem zweiten Jahr einen Basilisken damit bekämpfte. Jetzt sind drei der insgesamt acht Horcruxe zerstört worden. Es ist bemerkenswert, dass das Hogwarts-Erbstück, das Voldemort nicht erlangen konnte, schließlich dazu führte, dass seine Horcruxe zerstört wurden und damit zu seinem Untergang beitrug. Dumbledore entdeckte später Voldemorts Versteck in einer Höhle und begab sich mit Harry dorthin, um es zu durchsuchen. Sie nahmen einen gefälschten Horcrux mit, glaubten, dass er echt war, aber nachdem sie feststellten, dass er gefälscht war, befanden sie sich wieder am Anfang. Jedoch enthielt der gefälschte Horcrux einen Hinweis, der von RAB unterschrieben war. Harry, Ron und Hermine fanden später heraus, dass dies für Regulus Arcturus Black stand, während sie im Grimmauld Place waren. Creature offenbarte ihnen, dass Mundungus das Medaillon gestohlen hatte. Harry befahl Creature, Mundungus zu suchen. Bevor Mundungus es jedoch verkaufen konnte, wurde es von Dolores Umbridge beschlagnahmt. Harry, Ron und Hermine brachen ins Zaubereiministerium ein, um das Medaillon von Dolores Umbridge zu stehlen. Schließlich gelang es Ron, das Medaillon mit dem Schwert von Gryffindor zu zerstören. Aber es war kein einfacher Prozess, da der Horcrux wie der Ring andere Formen des Schutzes aufwies und der Person ihre größten Ängste zeigte. Nun waren vier der acht Horcruxe zerstört worden. Der Becher von Hufflepuff wurde ebenfalls von Harry, Ron und Hermine gestohlen, diesmal aus dem Verlies der Lestranges in Gringotts. Voldemort wurde wütend, als er davon erfuhr, und Harry konnte aufgrund ihrer Verbindung in Voldemorts Gedanken sehen und seine Gedankenprozesse hören. So entdeckte er, dass einer der verbleibenden Horcruxe in Hogwarts war und dass Nagini ebenfalls ein Horcrux war. Voldemort machte sich Sorgen, dass seine Horcruxe entdeckt und zerstört werden könnten und stellte sicher, dass sie sicher aufbewahrt wurden. Jedoch bemerkte er mit Entsetzen, dass das Haus der Familie Gaunt und die Höhle leer waren. Seitdem trug er seine Schlange immer bei sich. Als Harry, Ron und Hermine herausfanden, dass ein weiterer Horcrux in Hogwarts war, begaben sie sich dorthin, um ihn zu finden und zu zerstören. Während Ron und Hermine in die Kammer des Schreckens hinabstiegen, um einen Basiliskenzahn zu holen, mit dem sie Hufflepuffs Becher zerstören konnten, erfuhr Harry von Helena Ravenclaw, dass sie Tom Riddle den Aufenthaltsort des Diadems verraten hatte. Helena erzählte Harry von dem Raum der Wünsche und wo sich das Diadem befindet bzw. wo Tom es versteckt hat. Als Harry das Diadem erreichte, traf er auf Draco, Blaze und Goyle. Während des Kampfes setzte Goyle das Dämonenfeuer ein, von welchem Harry und seine Freunde fliehen mussten. Harry benutzte den Basiliskenzahn, um das Diadem endgültig zu zerstören. Es spuckte eine schwarze, blutähnliche Substanz aus und vibrierte heftig, bevor es auseinanderfiel. Nur noch zwei Horcruxe blieben übrig, die Voldemort nicht kannte, beziehungsweise ein davon, Harry und Nagini. Unwissentlich zerstörte Voldemort den Horcrux innerhalb von Harry, als er ihn im verbotenen Wald mit dem Tötungsfluch traf. Neville Longbottom tötete Nagini schließlich mit dem Schwert von Godric Gryffindor, das wiederum aufgrund des Basiliskengiftes funktionierte. Im Film tötete Neville Nagini während des Kampfes zwischen Harry und Voldemort, während er dies im Buch während einer Rede tat. Auf diese Weise beseitigte Neville den letzten Horcrux und machte Voldemort angreifbar, was es Harry ermöglichte, ihn endgültig zu besiegen.
Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und konntet etwas Neues lernen. Wenn ihr mehr über Lord Voldemort oder andere Charaktere aus dem Harry Potter Universum wissen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich euch noch eine Frage stellen. Hättet ihr die Horcruxe anders ausgewählt, besser versteckt oder besser geschützt? Wenn ja, wie? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.